Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls Remastered. Ich habe wenig Plan von dem Spiel, also im Sinne von eigentlich gar keinen. Aber ich habe einen Plan. Ergibt keinen Sinn, ist aber nicht schlimm. Und zwar, ich habe mir hier vorige Folge diese Armbrust besorgt. Und mit dieser Armbrust, ich habe mir jetzt den Taurus-Dämon geschafft und da kann ich jetzt hier hochklettern, möchte ich den Schweif von dem Drachen hinten abballern. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was für ein Drache das ist. Ich zeige ihn euch kurz. Ja, ich muss hier hoch. So. Ah, warte mal, ich muss ja noch. So. Der da. Warte. Machen wir mal kurz, dass hier die Leute uns nicht alle abballern und hinterherlaufen. So. Dieser Drache hier. Hoppala, ich kann ihn nicht zeigen. Der hat hier so eine Bewertung. Versuch's mit Schweif. Ich habe vorige Folge einen Punkt gefunden, wo ich auf diesen Schweif ballern kann. Habe es mit 20 Holzbolzen versucht. Das war mehr als zu wenig. Und jetzt habe ich mir 67 Standardbolzen besorgt. Und versuche... Moment. Muss eben wieder hier hin. Hier war das. Versuche jetzt diesen Schweif hier, muss eben den richtigen Punkt treffen, abzuballern, bis der Drache tot ist. Ich bin auch am Überlegen, ob ich das einfach dann speede. Ich habe vergessen, die Bolzen auszurüsten. So. Ob ich das dann hoch beschleunige oder ob ich es nochmal lasse. Aber Plan ist, den Schweif die ganze Zeit abballern, bis das Ding tot ist. So, schnappt euch was zu trinken. Es wird eine Weile dauern. Das Ding ist halt auch, mit den Holzbolzen habe ich 13 Schaden gemacht. Sagen wir jetzt mal, der hat so viel Leben wie der Taurus-Dämon. Für den Taurus-Dämon brauchte ich, glaube ich, 10. Ich habe nicht getroffen. Hä? 10 Brandbomben und die haben 129 Schaden gemacht. Das heißt 1000. Ich glaube, ich werde nicht genug Schaden machen. Und ich schieße daneben. Jetzt habe ich getroffen. Immer wenn er ein Geräusch macht, treffe ich. Hat jemand gesehen, wie viel Schaden das war? Sechzehn. Es könnte sein, dass wir nicht genug Damage machen. Dass wir erst noch Seelen farmen müssen, bis wir genug haben, um genug Bolzen zu haben, um auf den drauf zu ballern. Sieht nicht gut aus. Sieht echt nicht gut aus. Wie viel Leben hat denn der? Ich glaube, ich google das nebenbei, während ich auf den draufballer. So, nächster Schuss. Nächster Treffer. Also, Dark Souls Remastered. Drache. HP. Drachebrücke. HP. Oh, ich kann schießen. Höllenschwingendrache. Trefferpunkte 2280. 8. Ich habe nicht genug Bolzen, ich kann das abkürzen. Können wir hier weggehen? Gut, dann. Moment. Anderer Plan. Erstmal, mach mal bitte, genau, Feuer. Shit, ich wurde nochmal getroffen. Ich will da vorne hin. Lauf, 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 Scheiße!
So. Sehr gut. Hat ja nur ein bisschen HP gekostet. Man kann hier hoch. War ich hier schon oben? Ja, genau. Hier war der Dingens, der Taurus-Dämon. An dem habe ich ja unheimlich viele Seelen verkackt. Aber ich möchte gerne da vorne zurück. Nicht, wo die Scharfschützen sind, die sind mir egal da oben. Sondern ich will wieder runter. Vorsichtig, vorsichtig. Ja, ja. Nämlich gibt es ja hier noch unten so ein Dude. So, der macht eine Menge Schaden. Aber ich würde mal versuchen, den jetzt zu töten. Oh, Entschuldigung, dich habe ich vergessen. Ja, komm mal rein. Bitte, fühl dich wie zu Hause. Da vorne links ist der Kamin, hörst du? Und, das war dein Butterbrot. So, hier muss ich runter. Und ich glaube, zwei Stockwerke. So, hier war der noch nicht, sondern einen weiter unten. Und ich würde es mit Goldharz probieren. Ah, warte mal, da ist ja noch ein Tipp. Versuch's mit Rücken. Habe ich, oder? Also da unten ist er. Ja. So, und den muss ich also in den Rücken schlagen. Kann ich mal bitte hier rum? Kann ich mal bitte hier rum? Wie viel Leben hat der? Ja klar! Versuch's mit Rücken! Versuch's mit dein hässliches Gesicht! Der hat ja unglaublich viel Leben! So! Einmal runter! Wir probieren's mit Goldharz! Nochmal! Ja, Junge, jetzt habe ich ein Laserschwert. Ah, das macht ja gar keinen Schaden. Oh, so geht's. Aber wir müssen vorsichtig sein, denn Kollege Schmartspur hat eine Menge Muckis. Okay. Versuch's mit, lassen wir ihn in Ruhe. Wir lassen ihn einfach in Ruhe. Ja, da würde ich sagen, was machen wir denn dann? Erstmal. So. Weg mit dir. Erstmal machen wir hier nochmal ein paar Untote weg. Und, das verlorene Gut, es waren jetzt nur 700 Seelen, die kann ich mir einfach von der Brücke wieder hochholen. Also, ich kann einfach oben zur Brücke gehen. Der Drache macht mir da schön einmal kurz snackige XP. So, ich brauch dich mal kurz. Genau, so. Und dich so. So. Wie gesagt, ich kann mir mal eben von der Brücke einfach 500 Seelen holen. Und dann, ja, ich weiß gar nicht, wo komme ich denn dann weiter? Beim Drachen komme ich nicht weiter. Oder gab es beim Drachen, warte mal, was ich nicht darauf geachtet hatte. Es könnte ja sein, dass da unten noch ein Weg weitergeht. Da, wo ich den, nicht, wo ich angefangen habe, auf den Schweif zu ballern, hinten an die Wand drin. Gucken wir mal da. So, ich hätte ja eigentlich gesagt gehabt, also beziehungsweise aber am Anfang gesagt, komm, wir machen den Drachen weg. Problematisch ist halt, ich habe nicht genug Bolzen und deswegen machen wir das dann ein andern Mal. Einmal bitte pusten, danke. Dankeschön, Dankeschön. So, da hinten könnte ja auch irgendwo vielleicht ein Durchgang sein. Oder? Da links? Ja, guck mal. Kommst du mal kurz hier rüber? Hier? Hallo? Hier um die Ecke? Ja, genau. Hier vorne. Mein Gott. Ich will den treten. So. Dankeschön.
Gehen wir jetzt hier lang. Aua! Ist das dieses Bluten? Menschlichkeit. Warum kann man von einer Ratte Menschlichkeit plündern? Das sind doch Ratten, oder? Die sehen aus wie Ratten. Ach, da vorne geht's weiter. Hier ist so dunkel. Und meine Haare machen es nicht besser. Ja, ich weiß, man kann auch mal zum Friseur gehen. Ich bin nur zu faul. Eigentlich wollte ich sie mir selber schneiden, einfach. Aber ich finde meinen Haarschneider nicht. Bezirk der Untoten. Das ist der Belia-Distrikt. Hä? Was bist du denn? Hier will ich nicht wohnen. Es ist mir ein bisschen hier zu. Versuch's mit Treten. Treten? Wieso treten? Was haben wir hier? Ei, ei, ei. Und tschüss. Kommt der runter? Der kommt runter! Ich hab ne Idee. Ich hau ab. Ach warte, die können Leiter nehmen, ne? Nimmt der die Leiter? Ich habe den Plan. Moment. Komm hierher. Das war ein Scheißplan. Moment. Haben wir gleich. Lass mich nur mal eben kurz verschnaufen, ja? Eigentlich wollte ich den von der Klippe treten. Kann ich nicht in deinen Rücken schlagen, Mann? 110. Das sieht gut aus. So, warte mal. Hätte ich auch genauso gut oben kämpfen können. So. Na. Warte doch mal, Mensch, ich bin noch beschäftigt. Hier, Geschenk für dich. Nicht hier runter, nicht hier runter. Was macht der denn da? Ja, ich habe einen grauen Brocken bekommen. Nice. Auch eine Möglichkeit. Man macht einfach ein Double Suicide. Versuch's mit Treten. Ich versuch zu treten. Es hat aber nicht geklappt. Wahrscheinlich ist es auf dem Controller bedeutend einfacher. So. Da wir hier so viele Seelen verlieren, holen wir uns mal schnell neue. Hallo? Einmal Seelen, bitte. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob das so vorgesehen ist. Ich nehme es auf jeden Fall so mit. So. So, und das habe ich bei dem nicht hinbekommen. Ich weiß auch nicht warum. Kommst du einmal bitte ein bisschen näher? Frech. So, und ich wollte das machen. Das war mein Plan bei dem Dicken. Hat aber nicht hingehauen. So. Voll daneben. Ach nee, doch nicht. Ey! Ey! Muss kurz warten.
Nicht, dass diese Leiste hier voll geht. Ich weiß, da ist noch eine Ratte. Mit der kämpfen wir auch noch. Aber nicht jetzt. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Wo ist die Ratte? Da. So. Ist der Typ jetzt oben weiter? Also immer noch da? Oder... Eher gespannt, ne? Also versuch's mit Treten. Ist er noch da? Oder wieder? Sieht gut aus. Mensch! Ha. So, und jetzt können wir hier da runter gucken. Ey, ist das dicke Ding weg? Ist das weg? Dieses fette, was auch immer das war. Ich fand, es sah aus wie ein Warzenschwein. Also, Bezirk der Untoten. Ne, ist immer noch da. Okay. Nee, nee, Flask wird hier nicht gesoffen, ja? Keine Ahnung, Mann. Also hier muss ich jetzt rein, ne? Mal gucken, wie ist der gestorben? Ach, das war's. Okay. Ach, kann ich die einzeln rausluren? Stamina alle! Shit! Ey! Moment, ja? Alles zu seiner Zeit. Genau, komm mal hier eben um die Ecke, bitte. Ich hab Schiss, dass wir den Dicken da hinten auf uns aufmerksam machen. Ich bin nicht so gut da drin, dicke Menschen zu... dicke Menschen, ja. Das ist auch ein Mensch. Dicke Viecher zu kloppen. Warum hat das geknallt? Hä? Hä? Das ist frech. Schießt. Nein, nein. Ah, Mist. Jetzt sehe ich aus wie ein Igel. Los! Komm schon! Ah! Ah! So! Nur das wollte ich. Nein! 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 Oh. Köderschädel? Okay. Ich komme schon. Arrivederci. Höhlensoldaten Lendentuch. Oh ja, das müsste ich unbedingt tragen, du. So, der sieht mich jetzt. Was macht der Köderschädel? Hä? Lockt bestimmte Arten von Feinden an. Warte mal, könnte ich auch... Das war so. So. Nicht getroffen. Getroffen. Nice, ich mach ganze 5. Muss der vielleicht das Tor für mich aufmachen? Moment. Ich habe eine Idee. Hat die geklappt?
Ja, dann. Kann ich dir auch... Ach, guck mal, man kann den so anvisieren. Das ist ja klasse. Das macht ja richtig Spaß. Halbe HP hat er schon, ne? Es wird jetzt ein bisschen dauern. Das heißt, ich mache mal folgenden Vorschlag, weil ich gehe davon aus, dass wir den klopfen können. Ich baller den jetzt hier mit der Armbrust weg. Ja, wenn ich irgendwas falsch mache, sei es drum. Wird schon kein Weltuntergang sein. Ich werde den jetzt mit der Armbrust hier wegballern und werde euch dann zuschalten, wenn er fast tot ist, ja? Weil das hier passiert ja jetzt gerade nichts, außer dass ich immer wieder auf die Taste drücke. Bis gleich. Ist richtig spannend. ...750 Seelen. Ja. Und vorne vorm Tor steht einer. Gut, dann wechseln wir jetzt erstmal wieder aufs Banditenmesser. Und was steht hier? Versuch's mit Springen. Ich kann nicht springen. Und wohin soll ich überhaupt springen? So. Weg damit. Ist hier vielleicht was drin? Auch nicht. Auch nicht. Vor allem, es läutet gerade schon die ganze Zeit die Glocke. Und unsere Mission ist ja, so eine Glocke zu läuten. Zählt das nicht jetzt? Was war das denn jetzt? Ach so, aua, au, ups. Hey, was war das? Ich bin auch nur am Feuer lang gelaufen. Warum habe ich jetzt Leben verloren? So. Kannst du mir mal die Tür aufmachen? Okay, gehen wir hier lang. Mal schauen. Hey! Richtig, please! Ich komm nicht weg! Frechheit! Alter, haben die mir viel abgezogen. Ich hoffe, es kommt bald ein neu... Ich bin am überlegen, zurückzugehen. Du Scheiße! Friss mein Messer! Und noch eins. Dabei sind das nicht mal starke Gegner. Die sind einfach nur assi gerade richtig gewesen. So richtig assi. Aber es... Ja, die Glocke haben wir jetzt gehört. Erste Stunde hat angefangen. Ist alles gut jetzt. Ist das ein Leuchtfeuer? Bitte sag mir, dass es ein Leuchtfeuer ist und nicht eine Fackel. Es ist eine Fackel. Ja, klar. Zerbrochenes Schwert. Ja, kann ich nicht gebrauchen. Hier ist ja immer noch keins. Meine Seelen. Das wäre so schade, wenn die jetzt weg sind. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Keine Estus-Flaskon. Keine Brandbomben. Keine HP. Nein, ich gehe auch nicht davor hin. Ich gehe jetzt ganz sicher nicht durch den Nebel. Ich verpiss mich jetzt. Zurück. An ein Leuchtfeuer. Ich bin noch nicht doof. Also, nicht immer. Aber wir gehen jetzt wieder zurück über die Brücke zum Lagerfeuer. Ich denke nämlich auch, ich habe hier Scheiße gebaut. Ich hätte da vorne einfach den... ohne diesen Eber anzuschießen, hätte ich da einfach nur ein Ding jetzt drauf werfen müssen.
so ein Lok-Schädel. Da wäre er da durchgesprintet und das Tor wäre auf. Bin ich hier falsch? Ach ja, hier muss ich hin. Oh, Entschuldigung. Habe ich schon wieder vergessen. Also runterklettern. So. Mit den 3700 Seelen könnte ich kaufen 100. Ich rechne mal eben. Also ich könnte kaufen 120 Pfeile mal 16 Schaden sind 1200 plus 600 plus 120. Das ist noch nicht genug. Da kommen wir nur auf 1720. Wir brauchen aber 2000, circa 200, sage ich mal, einfach überschlagen. Das heißt, wir brauchen so gut 6000 Seelen einfach. Stumpf gesagt. Ich dachte gerade, man kann hier nicht lang. Und war gerade ultra perplex. Aber kann man eigentlich auch hier lang? Nein, hier kann man nicht lang. Aber kann man von hier? Nee, kann man nicht. Man kann den nicht anvisieren, den Schwanz, wie das vorhin mit dem Eber ging. So, wo muss ich denn lang? Ach, hier. Einmal ans Leuchtfeuer. Machen wir noch mal ein bisschen Ausdauer hier. Vitalität. So. Aufsteigen einmal. Wir wollen 15 Vitalität haben wir dann. Da gibt es immer mehr. Warte mal. Abbrechen. Also ein Punkt gibt. Ja, ist ja nicht schlecht. Machen wir. So, mit 600 weiteren Seelen kann ich nochmal aufsteigen. Dann können wir als nächstes machen. Also hier Beweglichkeit, ne? Gibt, wie gesagt, das sind die ich habe ja diese fortgeschrittenen Waffen, diese Beweglichkeitswaffen. Da würde ich auch weiter drauf gehen. Das heißt, wir werden Beweglichkeit nehmen und Kondition. Sowie Vitalität. Wer ist das denn? Und das? Ah ja. Gut, wir können sogar relativ gut aufsteigen, indem wir einfach... Moment. Ich hab's gleich. Indem wir die Dudes hier eben machen. Hallo. Dankeschön. Und dann uns bei der Brücke eben die 500 holen. Dann haben wir wenigstens in dieser Folge mal einiges an Charakterfortschritt gemacht. Na? Der ist ja lange Zeit übel auf der Strecke geblieben. Weil ich so viel gestorben bin. So, einmal hier hoch. Stimmt. Ich wollte vorhin nochmal fragen, was Menschlichkeit macht, aber Menschlichkeit, hatte ich durchgelesen, erhöht auch die Beutewahrscheinlichkeit. Und kehrt halt die Verhüllung um, ne? Das, ja. So, einmal bitte. Dankeschön. So, da haben wir nämlich jetzt auch genug, um noch den, die 15 Punkte Ausdauer waren ja das Ziel und jetzt, Vitalität waren das Ziel und jetzt würde ich noch ein bisschen Ausdauer mitnehmen. Damit wir... ich will mal eben kurz gucken. Bevor ich mich jetzt entscheide. Also, wir könnten gehen auf fast 700 Leben. Brauchen wir aber eigentlich nicht. Und auf 2 mehr Ausdauer. Was macht Belastung? Das habe ich mir gar nicht angeguckt. Gesamtgewicht der Ausrüstung wird das Maximum überschritten. Warte mal. Gesamtgewicht der Ausrüstung. Der ausgerüsteten Gegenstände. Wird das Maximum überschritten? Wird man träge. Okay. Angriffsslot, Balance, ohne Haltung zu verlieren. Wie kann man das denn machen? Ne? Menschlichkeit 1. Wille. Attribut zum Wirken von Wundern. Ich habe keine Wunder. Keine Zauber. Stärkt Abwehr und Resistenz.
Ja. Nee, danke. Also Kondition macht auch eigentlich alles davon hoch. Das bedeutet, ich würde sagen, wie überlegt, auf Kondition. Das nächste wird dann jetzt Kondition auf 15 gebracht. Und ich hoffe, dass das dann uns besser macht oder so. Keine Ahnung. So, jetzt machen wir noch mal eben kurz hier den Scharfschützen weg. Und eigentlich sind wir jetzt auch mit der Folge soweit durch. So. Ja. Also es gibt im Endeffekt eine Stelle, wo ich jetzt Seelenfarmen könnte, wenn ich das wollte. Aber eigentlich hätte ich gesagt, gehen wir halt zu dem Tor und ich hoffe, dass dieses Wildschwein oder dieser Eber da einfach neu gespawnt ist, dass wir den dann nehmen können. Aber eine Sache können wir noch nachgucken und zwar, das hier ist ja jetzt mein Schaden, rechte Waffe, ne? 68. Mache ich mehr Schaden, wenn ich das Kurzschwert trage? 90. Tatsache. Es macht mehr Schaden. Das heißt, es wäre super sinnig gewesen, wenn ich das Kurzschwert einfach getragen hätte. Wo kann man nachgucken, was die für eine... Warte, ich glaube, hier war das, ne? Kurzschwert. Benutzen Reihenfolge ändern? Nein, warte mal. Hier steht gar nicht dran, was ich dafür brauche. Woher weiß ich, was es, was eine Geschickwaffe ist und was eine Stärkewaffe ist. Status umschalten. Oha. Okay. Interessant. Ja, ich würde sagen, wir machen hier Feierabend und nächste Folge, wie gesagt, gucken wir mal, ob das Schwein wieder da ist. Für mich ist es ein Schwein. Und wenn nicht, dann gucken wir, dass wir durch den Nebel halt schreiten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.